YouTube Deutschland, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Leute, viele von euch fragen sich aktuell, warum nicht fast täglich Videos kommen, obwohl das ja die letzten Wochen eigentlich so war. Und das Ganze hat im Prinzip zwei einfache Gründe. Das erste, und das ist eigentlich der wichtigste Grund, ich bin der Meinung, es bringt nichts, 8 Videos die Woche zu machen, wenn 5 davon einfach scheiße sind. Das habe ich früher vielleicht gerne gedacht und man denkt dann irgendwie, man verdient schnell eine Mark oder so, ist aber Unsinn. Der zweite Grund, und der ist viel wichtiger, ich verbringe mehr Zeit im Twitch-Stream aktuell und zocke Cold War, den Multiplayer, mit euch zusammen und bin fast jeden Abend unter den Top 3 der deutschen Streamer, weil einfach kaum einer Cold War zockt, das ist heftig. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da irgendwie mit mir ein bisschen zu quatschen, ein bisschen Spaß zu haben, kommt einfach auf den Twitch-Stream jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und jetzt am Wochenende werde ich auch für euch da sein. Das heißt, das schon mal vorab. Wir kommen zu den ganzen Warzone-Infos und die werden euch bestimmt auch interessieren und ich habe sie mal alle zusammengesammelt. Alles, was Leaks sind, alles, was bestätigt ist und ein bisschen persönliche Meinung zu dem Ganzen. Das heißt, hinsetzen, gemütlich machen, ein Loot trinken und los geht's. Und weil ich schon von Loot gesprochen habe und mein wunderschönes Zimmer sich auch nicht von alleine bezahlt, hier einmal ganz, ganz kurz Werbung und dann geht's richtig los, Leute. Egal welchen Cube ihr euch bis Sonntag 23.59 Uhr 59 Sekunden bestellt, egal ob das Eistee ist, ob ihr Asimov feiert, weil ihr CSGO-Spieler seid, irgendeinen anderen Geschmack, aktuell 5, 2 neue stehen absolut in der Pipeline und kommen. Ihr könnt zu jeder Bestellung mit dem Code CHAPPY25 25% sparen und jetzt kommt es, ich habe mir Jungs von Loot einen kleinen Deal gemacht, den hab nur ich aktuell. Danke an euch dafür. Ihr könnt euch zu jedem Cube, den ihr bestellt, einen gratis Shaker aussuchen, den ihr zusätzlich zu dem Shaker aus dem Cube-Paket sowieso bekommt. Das heißt, wenn ihr Bock auf den Dark Shaker habt oder auf den Ultra Instinct Shaker oder, mein Favorit ist das, der Asimov Shaker, der absolut heftig aussieht, habt ihr die Möglichkeit, ihr müsst nur die Bestellnummer bei Instagram einfach bei Loot Gaming reinschreiben. Ihr werdet dann automatisch gefragt, welchen ihr dazu haben wollt und kriegt den gratis dazu. Kommen wir zum Thema Warzone, kommen wir zum neuen Thema, zur neuen Season, die jetzt vor der Tür steht. Eigentlich warten wir schon seit Monaten drauf und jedes Woche und jeden Monat kommen neue Leaks und neue Gerüchte und der Warzone-Termin für die dritte Season und für die neue Map ist irgendwie schon 18 Mal verschoben worden. Jetzt endgültig haben wir aber feste Ideen, feste Zeitpunkte und Leaks, die bisher immer noch nur Leaks sind, noch nicht bestätigt worden sind, aber von Quellen kommen, denen wir in den letzten Monaten blind vertrauen konnten. Mit der neuen Season werden wir automatisch die neue Warzone-Map bekommen. Das heißt, mit dem Start der Season 3 werden wir auch die neue Verdansk-Map bekommen. Die neue Verdansk-Map wird einen anderen Namen haben und wird in einem anderen Zeitalter spielen. Das war ja etwas, was wir eigentlich schon geahnt und auch gewusst haben. Während wir mit der aktuellen Map im aktuellen Zeitraum sind, werden wir mit der neuen Map im 80er-Jahre-Zeitraum im Kalten Krieg sein. Da matcht das Ganze dann ein bisschen diesen Sprung von Modern Warfare rüber zu Cold War. Dieses ganze Event, wie es Activision nennt, obwohl man eigentlich ehrlich sagen muss, dass Events das falsche Wort ist, weil bisher ist wirklich nicht so dolle viel passiert und so richtig kreativ war das auch noch nicht. Aber bisher ist es ja so, dass das Schiff mit den Zombies Richtung Prison gefahren ist. Es stand dann dort, die Zombies haben jetzt Prison sozusagen eingenommen oder haben sich da einquartiert und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass die Zombies von Prison zum Krankenhaus weiterlaufen. Das Ganze ist schon geleakt worden, dazu gab es auch schon ein, zwei kurze Teaser, die könnt ihr in der Warzone-Map sehen, wenn ihr umherlauft, dann habt ihr diese Visions andauernd, hatten wir damals schon in Modern Warfare. Dazu kommt, dass viele amerikanische YouTuber Ärzte, Kostüme, Outfits geschenkt bekommen haben von Activision. Das gleiche haben sie jetzt vor 2-3 Wochen schon gemacht. Da haben die Leute so orangefarbene Gulag-Gefängnishosen bekommen, als Teaser und Werbung sozusagen. Das hatte damals schon angekündigt, dass die Zombies eben ins Gefängnis einmarschieren. War auch relativ naheliegend, denn das Schiff hatte schon direkt neben dem Gefängnis angelegt. Wo sollten die sonst hin? Schwimmen können sie ja nicht. Es wird aktuell sehr, sehr stark vermutet und da schließe ich mich auch drauf an, dass wir jetzt von Woche zu Woche diese Mini-Events bekommen, dass die Zombies eben von Ort zu Ort weiterlaufen, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo diese ganzen Raketen, die in die Warzone-Map mittlerweile integriert worden sind, dass die irgendwann gestartet werden müssen, weil die Zombies diese Map im Prinzip komplett eingenommen haben und durch die Explosion dieser Atomraketen wird im Prinzip alles dem Boden gleich gemacht und es wird dieser virtuelle Sprung oder eine Art schwarzes Loch, vielleicht ein Portal, wir haben ja Treyarch jetzt als Entwickler für die neue Warzone-Map, nicht mehr Raven Software, das heißt Treyarch wird hauptverantwortlich für die neue Warzone-Map sein.
Das Ganze wird wahrscheinlich so laufen, dass wir eben in der Zeit zurückkatapultiert werden und dann irgendwann in den 80er, 90er Jahren sind und dort die neue Map stattfindet. Soweit sind wir eigentlich schon bei den Infos, die wir bisher schon gewusst haben, die auch bestätigt worden sind. Ob die Raketen nun auf der Karte gezündet werden, weil die Zombies zu viele werden, oder ob die Zombies diese Raketen automatisch zünden, das wird sich alles zeigen. Aber man muss dazu sagen, Activision nennt das Ganze ein großes Event aktuell und da kommen wir auch noch am Ende des Videos zu. Es gab noch ein Interview mit einem Activision-Mitarbeiter, der, das setze ich jetzt schon mal kurz rein, ihr könnt mal währenddessen ein bisschen rattern. Seiner Auffassung nach ist dieses Event viel größer als alles, was Fortnite jeweils gemacht hat. Nein, Activision, ist es nicht. Die neue Warzone-Map wird mindestens doppelt so groß sein wie die aktuelle Warzone-Map. Das Ganze wird zum Start der Season 3 23 verschiedene Orte haben. Wir wissen ja schon, dass diese Dirty Bomb Fireteam-Maps zusammengelegt ein Teil dieser neuen Warzone-Map sein werden. Warzone als Name wird bleiben. Warzone ist auch, das sagt dieser Activision-Mitarbeiter auch in dem Interview, im Prinzip das neue Ökosystem von Call of Duty. Alle Spiele, alle Designentwicklungen, alle Entscheidungen sind eigentlich nur noch darauf aufgebaut, dass eben Warzone alle Spiele irgendwie zusammen verbindet. Ob das eine gute oder schlechte Idee ist, jeder für sich einmal. Aber diese neue Warzone-Map wird doppelt so groß sein wie die aktuelle Warzone-Map. Wir werden Spielmodi bekommen, beziehungsweise auch normale Modi, mit bis zu 250 Spielern auf der Karte. Wenn ich dran denke, was für Serverprobleme wir haben seit über 15 Monaten und wenn ich dran denke, wie Modern Warfare, Black Ops Cold War und Warzone, Warzone an sich ist seit 12 Monaten ein paar Tagen wirklich da, wie viel Probleme wir mit Abstürzen haben und mit Serverlags und mit Pings, die bei ungefähr 300 sind, macht es mir ein paar graue Haare in meinen alten Schädel, ihr wisst, mit 30 geworden, wenn ich dran denke, dass wir zu diesen 150 Spielern nochmal 100 dazu bekommen. Da sehe ich schwarz aktuell und ich will gar nicht von irgendeinem von euch hören, dass ich sowieso nur über irgendwas mecker. Ich erzähle euch einfach nur, wie es aussieht und sage euch meine Meinung dazu. Und 99% von euch können das verstehen, ihr seid richtige Kevins. Und der andere 1%, der heißt eben Markus. Markus, dich mag keiner. Das heißt, während man da vorsichtig sein sollte vor dem Hype und sagt, oh, noch mehr Spieler und sonst was, muss man auch zwei Dinge beachten. Das erste, es könnte auch gut für uns Spieler sein. Durch Skill-Based Matchmaking mit dann 250 Spielern haben wir ja einen großen Vorteil. Das ganze Matchmaking würde ja bei 250 Spielern, die ungefähr die gleiche Skill-Range haben sollten, noch länger dauern als jetzt aktuell. Und das aktuelle Lobbysuchen im Cold War Multiplayer und in Warzone ist schon eine richtige Zumutung. Vor allen Dingen für ein AAA-Game. Ich habe die Vermutung, dass wir eine Abwandlung von dem Skill-Based Matchmaking für diesen großen neuen Modus bekommen, so dass wir eventuell auch eine größere Skill-Gap bekommen, dass diese Lobby schneller gefüllt wird und dann eben auch mal schlechtere Spieler dabei sind, mal gleich gute, mal bessere, so dass dann nicht mehr ewig gesucht wird, gesucht wird, gesucht wird. Der Server dann irgendwann nach 30 Sekunden sagt, okay, ich finde nichts Passendes, gucken wir doch mal, du bist in Hamburg stationiert, gucken wir doch mal nach Nordamerika. Da ist bestimmt ein Spieler, der deine Skill-Gap hat. Mit Sicherheit sind da ganz viele, allerdings spiele ich dann auf dem nordamerikanischen Server, was durch Skill-Based Matchmaking absolut nervt. Das heißt, es kann auch was Positives haben, man sollte es abwarten. Dann zu dem Ganzen gab es eben auf Twitter, das könnt ihr auf charlieintel.com oder bei Twitter auf charlieintel, einer der wichtigsten, größten News-Blogger, kann man so sagen, und Social-Media-Influencer im Bereich Call of Duty Activision. Dieser Activision-Mitarbeiter ist anscheinend irgendwo unter Tony Flame David von der Haar angesiedelt. Er hat auf jeden Fall über ein paar Punkte gesprochen. Unter anderem hat er angekündigt, dass das, was wir in Season 3 mit der neuen Warzone-Map und dem Multiplayer in Call of Duty bekommen, etwas ist, was wir noch nie zuvor in einem COD gehabt haben. Und während ich das gehört habe, habe ich an solche Dinge gedacht wie, naja, Anti-Cheat-System, was funktioniert, oder gute Verbindung, oder mehr Content, oder... Und dann habe ich gedacht, naja, er hat gesagt, gab es noch nie in COD. Und wenn wir mal ganz weit zurückgehen, Leute, da hatten wir gute Verbindungen, da hatten wir auch guten Content, da hatten wir mehr Content, da hatten wir auch weniger Probleme mit Hackern und Cheatern. Und über Jahre gab es den Nimbus, dass auf der PS4 zum Beispiel und auf der Xbox nicht gehackt werden kann. Ja, schaut heute mal.
Das heißt, er ist da nicht wirklich ins Detail gegangen. Er hat nur gesagt, Leute, stellt euch auf einiges ein. Das ist meiner Meinung nach erstmal schön, dass man weiß, dass da irgendwas kommt. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, habe ich immer mehr das Gefühl, dass wir Versprechungen bekommen, die Activision, Raven Software, Treyarch, dass sie alles gar nicht einhalten können. Weiterhin hat dieser Activision-Mitarbeiter davon gesprochen, dass Treyarch ja schon immer das Entwicklerstudio ist, was gerade beim Thema Zombies im Prinzip richtig einen raushaut. Und auch wenn ich persönlich kein Zombie-Fan bin, nehme ich natürlich die Meinung von euch in den Kommentaren wahr. Und viele Meinungen von euch, die Zombie-Spieler gerade abgegeben haben, betreffen hier in Cold War und sind der Auffassung, dass Zombies in Cold War wirklich Spaß macht. Egal ob mit dem neuen Modus, ob mit den anderen Karten, auch wenn da Bugs und Glitches und sonst was bei sind. Also Treyarch und Zombie, das passt einfach gut zusammen. Und dieser Activision-Mitarbeiter hat eben darüber gesprochen, dass Zombies eine elementare Rolle in der neuen Warzone-Map spielen sollen. Wie genau sie das machen, ob sie da irgendwie was Verrücktes reinbringen, weiß ich aktuell nicht. Würde dem Ganzen aber einen guten Push geben. Dazu hat er nicht darüber gesprochen, ob wir nun die MW-Engine oder die CW-Engine im neuen oder in der neuen Warzone-Map bekommen. Eins sollte aber jeder von euch wissen. Während Infinity Ward und Raven Software hauptverantwortlich für Verdansk waren, ist es jetzt hauptverantwortlich Treyarch. Deswegen werden wir auch eine neue Warzone-Map bekommen, die viel, viel farbiger ist, die viel grüner ist, die viel mehr Farbtiefe hat. Das sieht man schon an den Dirty Bomb Fireteam Maps. Mein Wunsch immer noch, der wird mir wahrscheinlich niemals erfüllt werden. Ihr könnt reinschreiben, ob ihr es auch cool finden würdet. Einfach jetzt im April Modern Warfare 2 Remastered, den Multiplayer. Im Oktober oder November, wenn das neue COD käme, Pause mit dem ganz neuen COD, lasst Sledgehammer mal wirklich in Ruhe dran arbeiten, bringt mal wieder ein Spiel, was von Anfang an wirklich die Messlatte hochlegt und bringt einfach den BO2 Multiplayer, macht die Grafik ein bisschen besser, überarbeitet drei Dinge, schmeißt den für 40 € auf den Markt, glaubt mir Leute, ich würde mir den, wenn der mit neuer Grafik käme, auch für 400 € kaufen. Dann hat dieser Activision-Mitarbeiter noch etwas gesagt und das habe ich vorhin im Video schon mal kurz erwähnt. Er sagte, dass wenn man Fortnite und Call of Duty vergleicht, man sagen muss, dass Fortnite keine Konkurrenz für Call of Duty ist. Da habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, so weltfremd kann man gar nicht sein. Und obwohl er natürlich in ein, zwei Aspekten dabei recht hat, aber alle Spieler, die Fortnite durchgängig spielen, bestehen ja nicht nur aus 11-jährigen ADHS-Kindern. Fortnite-Spieler sind erwachsene Menschen, ganz viele sogar. Das heißt, dieses Vorurteil, alle Fortnite-Spieler sind Kinder, ist Quatsch, Leute. Ich habe es vor 5, 6 Jahren auch gespielt und da war ich Mitte 20. Da war jetzt auch kein Kind mehr, was sie in die Windel macht, wenn er nicht schnell genug läuft. Auf jeden Fall hat er eben darüber gesprochen, dass Fortnite für Activision eigentlich keine Konkurrenz ist und dass die Events, die Fortnite über Jahre gebracht hat, ich weiß nicht, ob ihr viele davon mitbekommen habt, Warzone ist vor ein paar Tagen ein Jahr alt geworden. Leute, wenn so ein großes Game und so ein Kind und das selbstgenannte Ökosystem ein Jahr alt wird, da lasse ich mir doch was einfallen. Und was haben wir von Activision zum Einjährigen bekommen? Das Zombie-Event, was für ein Arsch war, muss man so sagen. Und im Multiplayer haben sie dann in den letzten, jetzt zum Beispiel St. Patrick's Day, die großartige Idee gehabt, dass man ja im Prinzip zwei Bundles bringen kann. Das ist jetzt der 36. und 37. Bundle, in dem man irgendwie St. Patrick Waffen mit der Tarnung kaufen kann. Das ist die Vorstellung von Activision, wie große Events aussehen. Und damit haben sie sich in diesem Interview auf eine höhere Stufe als Fortnite gestellt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen rein. Habt ihr Bock? Seid ihr eigentlich schon so genervt, dass ihr sagt, ich gebe auf? Bestellt euch bei Loot was Leckeres. Ich bin raus. Haut rein.